leicht ergreifen kannst. Gott spannt leise feine Fäden, die du leicht ergreifen kannst. Sieh doch einen Anfang, wo du wirklich helfen kannst und durch deine Hilfe dir den Weg zum anderen bahnst. Doch einen Anfang und fang zu helfen an. Gott spannt leise feine Fäden, die du leicht ergreifen kannst. Gott spannt leise feine Fäden, die du leicht ergreifen kannst. Sieh doch einen Anfang, wo es zu vertrauen gilt, auch wenn die Erfahrung dir das Gegenteil befiehlt. Sieh doch einen Anfang und fang zu vertrauen an. Gott spannt leise feine Fäden, die du leicht ergreifen feine Fäden, die du leicht ergreifen kannst. Sieh doch einen Anfang, wo du zu teilen vermagst und trotz deiner Ängste von dir zu geben wagst. Sieh doch einen Anfang und fang zu teilen an. Spannt leise feine Fäden, die du leicht ergreifen kannst. Gott spannt leise feine Fäden, die du leicht ergreifen kannst. Sieh. Als eine der KfD-Finnfrauen wollte ich nicht nur Geld verteilen, sondern auch den Stiftungsfonds auffüllen. Als plötzlich der Bedarf für Alltagsmasken entstand, habe ich KfD-Frauen und Freundinnen mobilisiert, um Masken zu nähen und gegen Spende unter die Leute zu bringen. Das war für uns gelebte Nächstenliebe. Aber wir haben auch mit den Masken direkt in Projekten geholfen. Wir haben zum Beispiel 100 Masken direkt zum Tübinger Projekt Seebrücke geschickt. Das Projekt lässt sich Alltagsmasken spenden und bringt sie in das Flüchtlingslager Samos in Griechenland. Das ist direktes Teilen mit den Bedürftigen. Leise